Willkommen, Freunde! Die Entdeckung anderer Lebewesen mit hoher Intelligenz ist einer der Träume der Menschheit. Wir erforschen das Weltall, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, sind wir die einzigen unserer Art in diesem Universum? Aber könnte es sein, dass diese klugen Lebewesen direkt neben uns leben, ohne dass wir es bemerken? Wir sind so auf uns selbst konzentriert, dass wir glauben, nur wir Menschen hätten eine Vernunft. Es gibt aber Tiere, die uns in einigen Dingen voraus sind. Krähen sind extrem schlaue und clevere Wesen. Aber erst vor kurzem wurde von Forschern herausgefunden, dass die Krähen aus Neukaledonien etwas für Vögel scheinbar Unmögliches können. Sie können wie Schachspieler mehrere Schritte vorausplanen und aus drei möglichen Optionen die beste wählen. Dabei wissen sie sogar, wie sie Hilfsinstrumente zur Lösung von Aufgaben benutzen können. Die Forscher haben sich einen raffinierten Test ausgedacht. Die Krähen sollten mit Hilfe eines kurzen Stöckchens einen Stein aus einem engen Rohr herausziehen. Danach sollte der Stein mit Hilfe eines langen Stockes in ein anderes Rohr geworfen werden. Dieses gibt dann eine Plattform mit einem Stück Fleisch frei. Die Schwierigkeit bestand darin, dass jede Aufgabe mit einer Trennwand von der anderen isoliert war, sodass die Krähe immer nur eine Aufgabe zur gegebenen Zeit sehen konnte. Um den Test noch schwieriger zu machen, haben die Forscher die Position der Rohre willkürlich verändert, sodass die Krähe sich nach dem Gedächtnis orientieren und selbst das richtige Hilfsgerät finden musste. Wozu wurde all dies gemacht? Den ganzen Test über muss die Krähe im Gedächtnis behalten, wo der lange Stock, der kurze Stock, der Stein und das Fleisch ist und sein Wissen dazu benutzen, einen Plan zu erarbeiten. So eine Aufgabe ist wirklich knifflig und daher perfekt für die Untersuchung geeignet. Erstaunlicherweise konnten viele Krähen diesen Test beim ersten Versuch erfolgreich bestehen und sogar sehr gute Ergebnisse erzielen. Dieser Test zeigt, dass sie in der Lage sind, schwierige und mehrstufige Pläne zu kreieren. Ein weiteres Experiment mit Krähen beweist ihre unglaubliche Intelligenz. Denken Krähen genauso wie wir, wenn sie Gegenstände benutzen? Vor einer Krähe wird ein Behälter aufgestellt. Auf dem Grund liegt eine leckere Larve. Allerdings ist der Behälter oben geschlossen. Man könnte es von oben versuchen, aber vergeblich. Es scheint, als wäre eine enttäuschte Krähe genauso wie wir umso interessierter am Erfolg. Nach einer Weile bekommt die Krähe einen Tipp. An der Unterseite des Behälters ist eine Klappe, die man öffnen kann, wenn man ein Stück Draht als Hebel benutzt. Sie zeigten der Krähe nicht, wie sie es genau machen muss. In Kürze fanden die Vögel es aber selbst heraus. Mit ein bisschen Aufwand fällt die Klappe und die Krähe bekommt ihre Belohnung. Aber versteht sie das Prinzip, dass sich mit etwas Druck der Deckel öffnet? Dafür wurde ihr im nächsten Schritt der Hebel weggenommen. Jetzt ist fast alles wie vorher, nur dass die Krähe jetzt mehr Erfahrung hat. Denn die Larve ist ja noch da, der Draht ist aber weg. Der Krähe ist eine andere Idee gekommen. Sie nimmt einen Stein zur Hilfe und gelangt an ihr Ziel. Es gibt noch viele weitere Experimente, die zeigen, wie klug Krähen sind. Seht euch nur an, wie eine Krähe versucht, den Wasserspiegel in einem Glasbehälter zu erhöhen, um an ihr Futter ranzukommen. Was können Menschen eigentlich so? Sprechen, scherzen, mathematische Probleme lösen, Wörter verstehen, lügen, trauern, wütend werden, lieben, Essen zubereiten und Werkzeuge benutzen. Und das unterscheidet uns doch von Tieren, oder? Das alles können aber auch Affen. Seht selbst! Zum ersten Mal wurden Affen, die mit Speeren jagen, im Südosten von Senegal im Jahr 2015 von Jill Prütz von der Iowa State University und Paco Bertolani von der University of Cambridge entdeckt. Sofort dachten alle an den Film Planet der Affen – Revolution. Aber zum Glück haben die Schimpansen ihre Speere nicht gegen Menschen benutzt. Nachdem man die Schimpansen beobachtet hat, hat man 26 verschiedene Werkzeuge identifiziert. 12 dieser Werkzeuge haben die Forscher mitgenommen und im Labor untersucht. Die Stäbchen zum Ausgraben von Termiten sowie Steinhammer, die Schimpansen schon mehrere tausend Jahre lang verwenden, interessierten die Anthropologen nicht besonders. Der Speer aber hat sie besonders in Erstaunen versetzt. So ein Speer ist durchschnittlich ca. 60 cm lang. Man braucht 4 oder mehr Schritte, um ihn herzustellen. Meistens bricht ein Affe einen frischen Zweig ab, entfernt die Blätter und kleine Zweige, entfernt die Rinde und schärft die Spitze mit den Zähnen.
Sie nutzen die Speere als wirkungsvolle Waffe bei der Jagd nach Senegal-Galagos. Ihr glaubt noch immer nicht, dass Affen sehr schlau sind? Dann schaut euch dieses interessante Experiment an. Unter eine recht schwere Kiste wurde leckeres Essen gelegt und ein Affe musste versuchen, die Kiste zu verschieben. Schon bald versteht der Affe, dass er dies allein nicht hinkriegt und geht zu einem Menschen, um ihn um Hilfe zu bitten. Das ist sehr süß und beeindruckend. Vor allem aber lässt es die Frage offen, wenn Affen um Hilfe bitten können, können sie auch selber helfen? Wie sich herausstellt, ja. Das sieht man in einem Experiment, in dem ein Mensch scheinbar aus Versehen Objekte fallen lässt und so tut, als könne er sie nicht aufheben. Versteht der Affe, was der Mensch will, hilft er ihm sofort. Wenn ihr aber eine Banane fallen gelassen habt, könnt ihr sie besser gleich vergessen. Auch haben japanische Forscher herausgefunden, dass Schimpansenkinder ein sehr gutes visuelles Gedächtnis haben, sodass sie sich die Position von Ziffern auf einem Bildschirm schneller als japanische Studenten merken können. Wenn euch das immer noch nicht beeindruckt, macht euch auf was gefasst. Du bist eine dreckige Toilette, hat ein Gorilla-Weibchen namens Coco sinngemäß gesagt. Es wurde von Wissenschaftlern der University of Stanford untersucht, ist jedermanns Liebling und ein YouTube-Star. Coco wurde sehr wütend auf ihren Partner, einen Gorilla namens Michael, der das Bein ihrer Lieblingspuppe ausgerissen hatte. Die Beleidigung an Michael enthielt 4 Wörter der Gebärdensprache. Normalerweise kommunizieren Schimpansen und Gorillas mit sehr einfachen Sätzen aus 1 bis 2 Wörtern wie gib oder gib Banane oder gib grüne Banane. Aber Coco ist außergewöhnlich. Außerdem hat sie Sinn für Humor. Einmal hat sie in Gebärden gezeigt, sie sei ein guter Vogel und dass sie fliegen könne. Danach zeigte sie, sie hätte einen Witz gemacht. Coco kann abstrakt denken. Sie weiß, was Langeweile ist und was Fantasie ist. Als sie eines Tages ein Pferd mit Zügeln und Geschirr im Gebiss gesehen hat, sagte sie, das Pferd ist traurig und zeigte auf ihre Zähne. Wenn sie traurig ist, kann sie auf einer Skala zeigen, wie sehr. Und als ihr ein Foto von einem Affen gezeigt wurde, der ein Bad genommen hat, meinte sie, ich weine dort, denn Coco mag es nicht, sich zu waschen. In ihrem Alter von 44 Jahren verhält sie sich wie ein 3- bis 5-jähriges Kind. Im Durchschnitt erreichen Affen den Entwicklungsstand eines 2 bis 3 Jahre alten Menschenkindes. Kanzi ist der Name eines anderen sich ausdrückenden Affens, eines Zwergschimpansens. Kanzi kommuniziert mit Hilfe eines Lexigrammes und nachdem er ein Video von Coco gesehen hat, hat er auch einige Begriffe der amerikanischen Gebärdensprache aufgegriffen. Kanzi versteht problemlos die menschliche Sprache. Im Video sieht man, wie er alles macht, was man ihm sagt. Die Betreuerin hat sogar eine Maske angezogen, um Kanzi keine Hinweise zu geben. Wie viele andere schlaue Affen versucht Kanzi, unsere Artikulation zu imitieren, um so gut wie möglich die menschliche Sprache zu sprechen. Leider lassen dies seine Stimmbänder nicht zu. Daher wird Kanzi nie sprechen können. Seine Nachfahren aber könnten dies durchaus nach Millionen von Jahren, wenn man sie trainieren würde. Die Sprache ist wohl das Einzige, was uns wirklich von ihnen unterscheidet. In allem anderen sind wir uns ähnlicher, als wir denken. Ungeachtet dessen, dass Delfine im Wasser leben und anderen Meerestieren ähneln, sind sie Menschen viel ähnlicher, als es scheint. Delfine sind warmblütige Tiere, die Kinder auf die Welt bringen und sie mit Milch füttern, anstatt Eier zu legen. Sie haben keine Schuppen, sondern eine glatte, feine Haut. Sie kommunizieren untereinander mit Ultraschallsignalen, von denen bisher mindestens 14.000 Wörter bekannt sind. Aber Achtung! Ein durchschnittlicher Mensch hat einen Wortschatz von 8.000 Wörtern, also nur etwas mehr als die Hälfte. Aber auch das Gehirn der Delfine ist größer als des Menschen. Das Gehirn des Menschen wiegt durchschnittlich 1.400 Gramm. Das Gehirn eines Delfins 1.700 Gramm. Und nicht nur das. Ein Delfingehirn hat auch viel mehr Gehirnwindungen. Es ist fair zu sagen, dass Delfine eventuell schlauer sind als Menschen. Aber warum fangen wir sie dann ein und lassen sie in Zoos auftreten? Und nicht sie uns. Das Problem der Delfine ist, dass sie keine Hände haben. Genauer genommen keine Handflächen und Finger, mit denen sie feinfühlige Arbeit verrichten könnten. Außerdem hatten Delfine in ihrer Evolution keine Notwendigkeit, um ihr Überleben gegen andere Lebewesen zu kämpfen. Denn Delfine stehen im Meer an der Spitze der Nahrungskette. Der Mensch aber musste sich den Platz unter der Sonne hart erkämpfen. Daher sind Delfine nicht weniger intelligent als Menschen. Ohne Frage haben sie ein Bewusstsein und verstehen abstrakte Ideen. Doch ohne eine Zivilisation bleiben sie letztendlich Tiere, auch wenn sie die schlauesten sind.
Delfine leben normalerweise nicht allein. Ihre Schwärme haben komplizierte soziale Strukturen, in der jedes Mitglied seine spezielle Position hat. Delfine unterscheiden sich durch ihr aktives und wissbegieriges Benehmen. Während die meisten wilden Tiere den Kontakt mit Menschen meiden oder sich aggressiv gegenüber Menschen verhalten, lieben es Delfine, mit Menschen zu spielen, vor allem mit Kindern. Sie zeigen nicht nur Mitgefühl für Menschen, sondern auch für andere Tiere. Es wurde noch nie ein Angriff von einem Delfin auf einen Menschen notiert. Leider greift der Mensch trotzdem Delfine an. Delfine haben aber auch viele Geheimnisse, die die Menschheit noch nicht lösen konnte. Zum Beispiel die Geschwindigkeit der Delfine. 1996 fiel dem britischen Biologen Sir James Gray die extreme Geschwindigkeit der Delfine auf, bis zu 37 Kilometer pro Stunde nach seinen Angaben. Nach einigen Berechnungen hat Gray gezeigt, dass nach den Gesetzen der Hydrodynamik so eine Geschwindigkeit mit der Muskelkraft von Delfinen nicht erreichbar ist. Dieses Rätsel ist als Gray'sches Paradoxon bekannt, welches immer noch nicht gelöst werden konnte. Delfine können sich auch besonders gut selbst heilen. Wenn sie eine Wunde zugefügt bekommen, auch eine große, verlieren sie nicht viel Blut und sterben nicht an Infektionen, wie man denken könnte. Stattdessen stellt sich ihr Gewebe schnell wieder her, sodass ihre Wunden, zum Beispiel Bisse von Haien, schon nach einigen Wochen kaum noch sichtbare Narben sind. Das Verhalten eines verletzten Tieres unterscheidet sich nicht sehr von einem gesunden. Das deutet darauf hin, dass das Nervensystem bei Delfinen in kritischen Situationen Schmerzen abschalten kann. Die Regierung in Indien hat vor kurzem Delfine aus der Liste der Tiere gestrichen und ihnen den Status von Persönlichkeiten, die nicht menschlich sind, verliehen. Somit ist Indien das erste Land, das die Intelligenz und das Bewusstsein von Delfinen anerkannt hat. Was meint ihr? Was genau unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen? Unser Bewusstsein unseres eigenen Selbst? Die Moral? Die Emotionen? Neue Forschungen zeigen, dass die Grenzen zu hinterfragen sind. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.